schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr hören könnt, ist die Männerstimme noch da. Yay! Ich bin also immer noch krank, aber I don't give a fuck. Und ich habe mir gedacht, ich schminke heute einen Drogerie-Make-up-Look. Denn ich habe so viele neue Produkte bekommen und getestet. Und ihr fandet mein letztes Make-up im letzten Video so gut. Und das war alles mit Drogerieprodukten geschminkt. Und deswegen habe ich einige davon wieder rausgekramt und mache euch heute einen Full-Face-Drogerie-Make-up-Look. Und ich hoffe, es gefällt euch. Also bleibt dran. Bevor ich anfange, mich zu schminken, benutze ich ein Lip-Treatment. Das hier ist von Love. Und das habe ich auch neu bekommen. Und das ist richtig gut. Ich mag auch diesen Applikator davon, wie man das aufträgt. Und es macht die Lippen wirklich schön weich. Vor allem, wenn man dann Lippenstift verwendet. Das ist für mich einfach ein Muss, weil meine Lippen halt immer, wie auch meine Haut, meine Haare, alles an mir, futzetrocken ist. Oh Gott, das hört sich furchtbar an. Danach verwende ich ein Primer-Serum auch von Love, um einfach meine Poren zu minimieren und das Make-up länger haltbar zu machen. Und der ist auch so leicht farbig, das heißt, erste Unreinheiten bzw. So blaue Flecken oder sowas werden schon ein bisschen minimiert. Allein nur mit dem Serum und es fühlt sich auch schön pflegend auf der Haut an. Das ist übrigens keine Kooperation oder so mit Love. Nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier ein Werbevideo. Ich habe die Produkte mir jetzt selbst hier rausgefiltert, die ich sehr gerne mag, um euch diesen Look zu kreieren. Will ich nur nochmal dazu sagen, weil bestimmt einige das jetzt denken oder so. Dann verwende ich jetzt heute zum ersten Mal die Catrice 24 Hours Matte to Stay Make-up. Made to Stay Make-up, nicht Matte to Stay Make-up. Soll bis zu 24 Stunden halten und mattierend wirken. Ich hoffe, dass das nicht zu austrocknen ist für meine Haut. Ich bin gespannt. Und da der Ton mir, glaube ich, zu hell ist, benutze ich noch von Catrice ein Make-up Transformation Drop Ding. Und zwar macht man da so ein paar Tropfen in sein Make-up. Ich habe das in hell und in dunkel wie hier. Das heißt, wenn das Make-up zu hell ist, mache ich ein, zwei Tropfen von dem dunklen rein und umgekehrt. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. Ich versuche mal, ob das funktioniert. Ich habe das beides noch nicht getestet. So, sonst wird es zu dunkel. Und dann verwende ich diesen Pinsel hier, der ist von Laurena. Den finde ich auch richtig gut. Benutze ich auch richtig gerne. Ich habe jetzt überhaupt genug Produkt genommen. Sieht mir so wenig aus, irgendwie ist das in meinem Pinsel verschwunden. Also ich muss zugeben, die Foundation lässt sich etwas schwierig verblenden. Das ist aber bei so deckenden Foundations öfters mal der Fall. Von der Deckkraft her allerdings ist sie ziemlich gut, was ich so sehe. Aber sie lässt sich jetzt nicht so schön leicht verblenden. Also ich muss ein bisschen Druck anwenden irgendwie. Und ich glaube, die ist zu hell für mich. Ich hätte noch ein paar Tropfen von diesem dunklen Zeug reinmachen sollen. Von dem dunklen Zeug, von diesem, wie heißt das? Prime Fine Make-up Transformer Drops. Hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr verwenden sollen. So ist es ein bisschen zu hell, aber ist kein Problem. Das können wir nachher ausgleichen. Ich werde mein gesamtes Augen-Make-up mit der Catrice The Precious Copper Palette schminken. Aber da ist jetzt kein so ganz matter Ton dabei. Deswegen benutze ich noch von Love die Face Contouring Palette. Und ja, es ist eigentlich zum Konturieren, aber ich mache das ganz oft, dass ich das als Lidschatten missbrauche. Und zwar, ja, diesen Ton hier, den man eigentlich zum Konturieren benutzt. Ich gebe das mit so einem fluffigen Verblendungspinsel in meinen Augenwinkel auf. Manchmal benutze ich auch Highlighter für Lidschattenersatz, also da kann man echt alles manchmal für verwenden, das ist total cool. Oder auch Lidschatten als Highlighter, wenn ihr so einen schönen schimmrigen Eyeshadow habt und keinen Highlighter da habt oder so, kann man das auch benutzen. Also man muss jetzt nicht alles immer einzeln kaufen. Und danach nehme ich aus der Palette, ich habe gestern diesen Copperton hier probiert, der war auch sehr, sehr schön, aber dann heute benutze ich mal, was für einen Ton benutze ich denn? Ich glaube, ich verwende diesen Taubton hier, der sieht auch sehr hübsch aus. Die sehen alle schön aus. Was ich voll gut finde, die lassen sich wirklich schön verblenden und haben auch eine gute Deckkraft. Und für Drogerieprodukte ist das echt super. Ich finde gerade teure Lidschatten haben mich oft enttäuscht. Also ich kaufe nicht mehr so teure Lidschatten. Sehe ich gar nicht ein, weil sie sind überhaupt nicht besser. Nicht unbedingt. Also gerade auch bei MAC, muss ich sagen, bin ich von den Lidschatten doch sehr enttäuscht. Da benutze ich meine Palette eigentlich kaum noch. Und im äußeren Drittel benutze ich nochmal diese ganz dunkle Farbe jetzt mit einem fluffigen Blendepinsel und mache meine Augen ein bisschen smoky.
Machen wir, glaube ich, hier Schmucki. Schmucki, Schmucki. Boah, wie ich das hasse, dass es in der Kamera einfach immer so fleckig aussieht. Das sieht in echt überhaupt nicht so aus. Wenn ich in die Kamera gucke, denke ich immer, sieht aus, als hätte ich einfach gar nicht verblendet. Oh Mann, ey. Okay, dann muss noch mal ein großer Pinsel her. Und danach verwende ich noch diesen hellen Ton hier aus der Palette. Ich benutze jetzt diesen hautfarbenen Ton und gebe den unter meine Augenbraue. Oh ja, der ist schön. Der wäre auch super als Highlighter. Schön. Dann benutze ich noch einen hautfarbenen Kajalstift. Das ist der von Ellen Beatrix. Die Farbe Natural Glaze benutze ich ja schon seit 100 Jahren gefühlt. Ich glaube, das ist schon der vierte oder so. Boah, ich sehe so blass aus in der Kamera. Oh mein Gott. Hilfe, warum sehe ich so blass aus? Wow. Ich bin eigentlich gar nicht so blass, aber... In der Kamera sehe ich aus wie ein Geist. Und was ich auch immer ganz gern mache, auch so für die untere Wasserlinie, so am Wimpernkranz, dass ich die Farben einfach mische. Einfach rumprobieren, was gut aussieht. Ich glaube, ich benutze jetzt auch mal diese goldigeren Töne und mische die zusammen. Ich habe mich letztens mal so zurückerinnert, so wo ich Teenie war oder gerade angefangen habe, mich zu schminken. Da gab es überhaupt keine Paletten. Man hat immer nur einzelne Lidschatten gekauft und man hatte meistens auch nur einen Lidschatten. Das heißt, ohne Verblenden, ohne alles. Und ja, der wurde dann halt für alles benutzt. Total schrecklich eigentlich. Gut, dass es heute Paletten gibt und dass man halt schon die Farben aufeinander abgestimmt kaufen kann, was es halt einem echt vereinfacht. Danach verwende ich von Catrice einen Ultra Precise Brow Pencil. Der erinnert mich sehr stark an den von Anastasia Beverly Hills. Der ist nämlich auch super fein und das liebe ich ja bei Augenbrauen-Pencil. Das sieht man jetzt gar nicht. Ja, so kann man schon exakt malen. Und ich male nur so ein bisschen nach, weil ich habe meine Augenbrauen ja eh geblädet, also Microblading gemacht. Aber ein bisschen nachgezogen gefällt es mir noch besser. Kommen wir zu Eyeliner. Und das ist für mich eigentlich immer das Schwierigste an jedem Make-up. Und ich benutze den von Love, den Royal Liner. Der ist auch ganz neu im Sortiment. Und ich mag diese Filzstift-Eyeliner immer gerne, weil man da so ein bisschen mehr Kontrolle drüber hat. Und was es dazu gibt, was ich richtig cool finde, weil das wurde uns vorgestellt, ich habe es jetzt schon ausprobiert und mir wurde gesagt, mein Eyeliner sieht gut aus, also denke ich, dass es an diesem Produkt liegt, ist der Eye Make-Up Corrector. Das heißt, wenn ihr Fehler macht beim Eyeliner, wenn ihr euch verschmiert oder so, dann habt ihr wie so ein Tintenlöcher, Tintenkiller, genau, und könnt es dann wieder korrigieren. Ja, also das probiere ich jetzt mal aus. Und jetzt benutze ich meinen Tintenkiller und versuche das noch so ein bisschen schärfer zu machen. Und wenn er sich mit Farbe so vollsaugt, dann kann man den einfach so in einem Taschentuch wieder sauber machen. Also so lange draufdrücken, bis er wieder sauber ist, weil die Flüssigkeit läuft von alleine nach. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann kann man einfach die Spitze hier rausnehmen und das Ganze einmal umdrehen. Finde ich auch sehr cool. Ich benutze jetzt mal eine Wimpernzange, weil meine Wimpern irgendwie nach unten gebogen sind und das sieht nicht so schön aus. Ich glaube, ich probiere heute mal einen Look ohne falsche Wimpern, auch wenn es schwer fällt. Und als Wimperntusche verwende ich die Rock Couture von Catrice, die gerade nicht aufgeht. So, jetzt. Ich bevorzuge mittlerweile auch diese Gummibürstchen. Ich finde, die trennen die Wimpern schöner und machen ein schöneres Ergebnis, weil so Fliegenbein oder so, ich glaube, das will auch keiner mehr haben. Früher war das ja mal in. So, danach verwende ich einen Concealer. Das ist der Effekt Concealer Pen. Ein Radiance Booster. Das heißt, der ist auch mit Feuchtigkeit, was für mich umgänglich ist. Und das ist voll cool gemacht, weil man drückt hier hinten drauf und dann kommt das Produkt vorne raus. Mag ich sehr gerne. Und dann kann man das direkt schön auftragen unter den Augen. Und ich verblende das wie immer mit meinem Beauty Blender. Und danach setze ich noch mein Make-up und meinen Concealer mit dem Translucent Loose Powder von Love. Und was gut ist, dass hier so ein Schutz drauf ist, weil ich habe immer das ganze Puder überall rumfliegen. Das ist so ätzend. Okay, ich krieg's nicht auf. Ich bin so ein Opfer, was Verpackung angeht. Ich krieg immer keine Verpackung auf. Ich brauche immer Hilfe. Auch bei Flaschen öffnen und keine Ahnung was. Oh mein Gott, mir ist gerade keiner da. Jetzt, ich hab's.
Ah, oh, gerade eine Katze im Garten. Ich habe mich eben voll erschreckt. Dachte, was läuft denn da? Okay. Nicht unsere übrigens. Wir haben ja keine Haustiere leider. Keine Zeit. So, jetzt kommen wir zu eigentlich meinem Lieblingsprodukt. Und zwar hätte ich das gar nicht gedacht. Das ist ein Eyeshadow. Und zwar in so Stiftform. Und ich dachte mir so, naja, vielleicht mich jetzt nicht so. Aber Leute, die sind so pigmentiert und ich sehe gerade die Make-up abgebrochen. Die sind so geil zum Auftragen und so cremig. Und schaut mal, wie die Deckkraft ist. Das ist der Burner. Und ich hatte den auf dem kompletten Lid drauf vor ein paar Tagen. Hat echt den ganzen Tag gehalten, ohne sich abzusetzen. Das hätte ich nie gedacht. Bei so Creme-Eyeshadows habe ich das immer, dass sie mir in der Rille hängen. In der Rille hängen. Diesmal nicht. Und da klingelt auch schon wieder die Post. Aber ich benutze diesen Stift für den inneren Augenwinkel. Das gibt so einen richtigen Bam-Effekt. Und ich finde das einfach so, so schön. Ich glaube, ich trage das jetzt nur noch so. Ohne Scheiß. Jetzt verwende ich einen Pinsel von NYX und gehe zurück zu meiner Konturpalette von Love. Und konturiere mein Gesicht, weil ich bin so blass. Also ich muss auf jeden Fall ein bisschen Farbe in mein Gesicht bringen. Oh. Das Make-up war wirklich zu hell für mich. Das ist an sich echt gut, aber es ist einfach zu hell. Und in der Kamera sieht es doppelt so schlimm aus wie in echt. Das ist echt immer so. Das Konturpuder finde ich auch gut. Lässt sich schön auftragen und ist nicht so arg orange-stichig wie manche. Finde ich schön. Danach nehme ich noch einen Healthy Glow Blush von Love in der Farbe Secret Apricot. Und ich mag so Töne immer, weil die so ein bisschen Frische verleihen. Jedem Make-up. Okay, das war ein bisschen zu viel. Die sind ziemlich stark pigmentiert. Und als Highlighter verwende ich von Wet n Wild den Highlighting Gold Bar. Ist ein Limited Edition, steht da, sehe ich gerade erst. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Den finde ich auch mega schön und der ist richtig schön schimmerig. Aber ihr könnt natürlich jeden anderen Highlighter auch verwenden, den ihr wollt. Ich liebe Highlighter. Wisst ihr ja, ne? Okay, ich versuche jetzt nur meine Nasenspitze zu highlighten, weil ich weiß, ich trage immer viel zu viel Highlighter auf meiner Nase auf. Und die ist ja eh immer schon so schmal. Das sieht nicht gut aus. Und über den Lippen. Als Lippenstift verwende ich von Catrice den Lip Cushion Sponge in der Farbe Better Make a Move. Das finde ich voll interessant, dieses Produkt, weil das ist auch mit so einem, ja, mit so einem Schwämmchen und wenn man hinten drauf, nein, nicht drückt, wenn man dreht, dann kommt die Farbe raus. So, meine Lieben, das ist der fertige Look. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Ich finde den sehr alltagstauglich. Ich fühle mich wohl. Das sind keine extremen Farben oder so. Ich dachte, ich mache irgendwas, was man wirklich jeden Tag tragen kann. Und ja, wenn ihr euch mehr Make-up-Looks wünscht. Ich habe was vergessen, fällt mir gerade ein. Ich habe das Setting Spray vergessen, weil ich finde es voll cool, dass es in der Drogerie jetzt auch Setting Sprays gibt. Das ist auch von Love und das sprühe ich mir noch drüber. Und das erfrischt auch schön. Und das sollte den Mund zulassen. Inhaliert. So, jetzt aber. Jetzt bin ich fertig. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich räume jetzt auf und ich gehe mit dem Milan jetzt ins Kinderturnen. Und für mehr Videowünsche, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Schaltet auch beim nächsten Mal ein und passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss.